Willkommen zurück zum mittlerweile sechsten Teil von MDK. Wir hatten das letzte Mal direkt nach dem Bossgegner abgespeichert aufgehört. Deswegen kann ich hier mit dem Level 5 direkt starten. Der Typ, der uns da anschaut, ja, hässliche Visage. Wenn man sich die vorigen Levels anschaut, okay, hier nicht, weil ich den Save überschrieben habe, aber hier auch, kann man sich denken, dass das unser Endgegner wird. Dieses Mal befinden wir uns, man sieht hier Nottingham, Derby, Carlton. Wir befinden uns in Sparrow Pit in England, einem winzigen Dorf. Ich glaube, das war jetzt wirklich bei 5 Level 4-mal Großbritannien und 1-mal Amerika. Deswegen, wie gesagt, ich bin stolz darauf, dass mal ein Spiel nicht immer Amerika nutzt. Man sieht hier Max an uns vorbeifliegen. Der stürzt sich gerade in das Level. Leider ist es nicht MDK 2, sonst könnte er sich wehren. Das wird man dann sehen, wenn ich, nachdem ich MDK 1 durchgespielt habe, den Nachfolger spielen werde. Max kann sich nämlich sehr gut wehren. Autsch. Ich werde ein paar Mal getroffen, aber das ist mir jetzt egal. Ich brauche die Handgranate. Und die Gatling Gun konnte ich gar nicht erreichen, die war viel zu weit unten. So, ich gehe direkt in den Sniper-Modus. Hier oben begegnet uns erstmal ein großes Raumschiff. Das wird auch gleich anfangen auf uns zu schießen. Nämlich mit diesen Kugeln hier, das sind kleine Kanonentürme. Und was ich jetzt versuche, ist, ohne großartig getroffen zu werden, diese Türme alle einmal zu treffen. Ja, ich stehe in der Wand, das ist nicht schön. Da ist noch ein Alien, der muss auch mal weg. Erstmal den Alien hier zerstören. Okay. Und weiter mit den nächsten Türmen. Der hier und weg. Ja. Immer zwischen den Schüssen oder zwischen der Salve sich ein bisschen bewegen, um nicht getroffen zu werden. Hier ist noch ein Turm und das war's. Das Raumschiff stürzt ab. Kurze Warnung, das war nicht alles. Es wird noch mehr kommen. So. Es kommen viele, viele Aliens mit Jägern und ein... der Transporter der Aliens hat irgendwie eine Atombombe für uns. Warum auch immer die uns eine Waffe bieten, mit der wir die Tür aufkriegen. Wenn ich böses Alien wäre, würde ich auf meinem Angriffsfahrzeug nicht die einzige Möglichkeit verstecken, zum Piloten zu kommen. Ich würde einfach alles zulassen und Kurt könnte schauen, wo er bleibt. Aber gut, Evil Overlord List, man hat immer die Waffe, man hat immer eine Waffe dabei, die dem Helden hilft, uns zu zerstören. Ah, da komme ich raus. Ich bin irgendwie gerade nicht aus dem dunklen Raum rausgekommen, keine Ahnung warum. So, ich wähle die Atombombe direkt aus. Hier ist noch ein Alarmroboter und durch diesen Alarmroboter... Oh, ich glaube, ich war schnell genug. Ja, eine Alarmroboterei heißt ja normalerweise Gegnerbeschwörung. Dieses Mal war ich schnell genug und der Gegner erschien nicht. Soweit ich weiß, wäre das so ein fliegender, großer, dicker Roboter gewesen mal wieder. So, hier... Ich versuche mal die Gegner zu snipern. Wunderbar, den habe ich verfehlt, zumindest den Kopf. So, jetzt Headshot. So, okay, Mist, da war der Alarmdroide. Ich verstecke mich am besten einfach hinter der Wand. Den Gegner hatten wir zuletzt im Level 1, gegen den haben wir nicht offiziell gekämpft. Das war der, der durch die World's Most Interesting Bomb getötet wurde. Auch hier nicht wirklich ein Kampf, der hat zweimal geschossen, ist dann wieder verschwunden. Und taucht auch nicht wieder auf. So, und jetzt gibt's einiges zum Kämpfen. Erstmal ein fliegender Roboter. An der Seite ist nochmal so einer. Deswegen reicht's nicht, nach links und rechts sich zu bewegen. Und da haben wir noch einen Turm, der mit großen Kugeln auf uns wirft. Das ist einfach zu viel, deswegen verwende ich die Köderpuppe. So selten ich die normal verwende, aber diesmal ist es nötig. Ich konzentriere mich zuerst auf den Turm. Hoffentlich reicht es noch, bevor der Dummy kaputt geht. Nein, reicht natürlich nicht. Okay, jetzt heißt es wieder Sidestepping-Action. So, der Turm ist zerstört. Und, so komisch es klingt, aber diesen
komischen Transporter, Gabelstapler, mache ich zuerst, zerstöre ich zuerst. Denn wenn der mich umfährt, werde ich sofort zu Boden geworfen und kann nicht mehr ausweichen. So, und jetzt kann ich aus der Distanz... Na? Ah, der Gegner fliegt sogar auf mich zu, das wusste ich gar nicht. Ich habe dem irgendwie... Ah, ich habe dem seine Schusshand weggeschossen. Deswegen geht er jetzt nur noch in Nahkampf. Und solange er mich verfolgt und nicht schießt, kann ich ihn hier einfach abschießen. Und weg ist er. Jetzt noch diesen einzelnen Gegner. So, und da oben schwebt eine Gatling-Gun rum. Es hat einen Grund, warum ich die noch nicht einsammle. Und zwar, ich muss für den Ausgang diesen Transporter auf die gelbe Plattform hier schieben. Und hätte ich erst die Gatling-Gun eingesammelt, hätte ich die ganze Munition verballert. Und ich glaube, der bewegt sich dort auch nicht schneller oder nur unwesentlich. Das Leben da hinten ignoriere ich. Ich habe volles Leben. Die 2 Sekunden, die ich eingespart habe, verliere ich dadurch wieder, dass ich einfach von der Plattform fall. So, ich habe die Gatling-Gun. Hier vorne ist sogar das nächste Leben. Das hole ich mir auch nicht. Ich falle durch das Loch und gehe hier eine Rampe hoch, die man von unten echt nicht unbedingt einfach sieht, außer man weiß, sie ist da. Oben habe ich eine Snipergranate und ein Fass. Mit diesem Fass hätte ich den fliegenden Gegner auch sehr schnell töten können. Ja, brauche ich normalerweise nicht, hat man ja gesehen. Ging auch so. Und wir haben unseren Tunnel erreicht. Der Raum ist beendet. Womit geht es weiter? Erstmal mit einer Lüftung, die uns nach oben bringt. Und dann ein Raum... Ah ja, mit einem kleinen Raumschiff mal wieder. Also hier oben schwebt ein Raumschiff. Ich versuche wieder Gegner wegzusnipern. Jeder tote Gegner, der nicht schießen kann, ist von Vorteil. Ah gut, der schießt in den Boden rein. Jetzt nicht mehr. So, auch weggesnipert. Dann war hier, glaube ich, noch irgendwo ein Alarmroboter, den ich aber gerade nicht sehe. Ah, da ist er. Ich weiß gar nicht, ob der auch eine Schwachstelle hat, die man sofort, wo man ihn sofort töten kann. Nee, aber der reagiert nicht, wenn man ihn ansnipert. Das finde ich doch mal schön. Okay, ich versuche mal, ob ich hier hochkomme. Jawohl. So, hier sind ein paar Lebenspunkte und eine Rampe, die wir leider nicht hoch können. Also wir können nicht in das Raumschiff rein. Was wir tun müssen, ist hier diesen Fluglotsen, wie man auch immer das nennen möchte, einfach erst die Scheibe aufzuschießen und dann ihn. Und jetzt wird das Raumschiff sehr böse und fängt an, auf uns zu schießen. Ich habe vorher die Kugeln mit den Sniperkugeln abgeschossen. Aufgrund der geringen Distanz lohnt sich das nicht. Normale MG funktioniert auch. So, und um den Raum jetzt zu schaffen, muss ich ganz einfach den Piloten einmal treffen, was leichter gesagt ist als getan. Und die Wand bricht auf und Gegnermassen kommen raus. Mal wieder so ein Fliegender, den ich mit Granaten bewerfe, bis er stirbt. Ich treffe ihn nicht. Okay, jetzt ist er tot. Jetzt kümmere ich mich um diese ganzen kleinen Gegner. Die paar Lebenspunkte, die ich verloren habe, stören mich mal nicht. Man sieht es auf der linken Seite, da liegt ein 50% Leben rum. Und der letzte ist auch noch tot. Das geht schlecht in meine Bewertung ein. Ich verfehle dauernd. So, ja, das Raumschiff hat hier eine Ausgangstür geöffnet. Hier liegt noch eine Köderpuppe, die wir gleich wieder quietschend durch einen Raum schicken können und die alle Schüsse auf sich zieht. Und wir kommen, ach ja, die Tür hier, man sieht's, tragen das Zeichen unseres Gegners. So, wir sind in einem sehr strangen Raum mit neuen Gegnern. Also das war gerade eben noch der Lotse, jetzt sind's Gegner. Die schießen recht schnelle Schüsse, also da muss man gut aufpassen, um nicht getroffen zu werden. Dafür sehen die sehr interessant aus, wie sie sterben. Und die hauen auch immer gerne vor einem ab. Ich löse jetzt einfach den Raum, indem ich die Weltkugel hier zum schnellen Drehen bringe, indem ich auf sie schieße. Man sieht es, der Gegner hat einen Rückwärtssaldo gedreht und streckt dann die Beine in den Himmel. Wer es kennt, ich muss gerade an Benjamin Blümchen denken. Auf der großen grünen Wiese liegt ein großer grauer Berg, streckt die Beine in den Himmel.
Bin ich dann der Zwerg, der nebendran liegt? Ne, ich hoffe nicht, dass ich zum Liegen komme. Ich hoffe, dass ich überlebe. So, hier sind nochmal drei so Gegner, die studieren, spielen Instrument. Ich weiß nicht, was sie tun. Hier gibt es erstmal keinen Ausgang aus dem Raum. Wenn ich aber den zweiten getötet habe, steht der dritte auf und öffnet ein Loch im Boden. Und egal, wie schnell ich hier reingehe, der Gegner verschwindet einfach. Also ich kann den nicht verfolgen. So, wir sind wieder bei 100% HP. Das finde ich sehr positiv. Und im nächsten Raum, wir hören schnarchende Gegner. So, ich schalte den Rennmodus aus. Und alle Explosivwaffen weg. So, hier schnarchen die Gegner. Hat der mich etwa gesehen? Der hat mich gesehen. Okay, ich kann aber noch töten, bevor die Gegner auf mich anfangen zu schießen. So, Headshot. Und Headshot. So, in diesem Raum passiert einiges. Also hier sind einige Gegner unterwegs. Einer nerviger als der andere. Hier ein großer fliegender Gegner. Ich glaube, wenn ich dem ins Auge schieße, stirbt er auch sofort. Ich habe zwar jetzt 4 Schuss gebraucht, aber am Ende tatsächlich noch getroffen. Und wieder ein Headshot. Ich finde interessant übrigens, dass die Explosionen der Aliens die anderen nicht aufwecken. Also da jeder Alien ja eigentlich in die Luft fliegt und explodiert, aber das weckt die irgendwie nicht. So, ich sammle hier eine Atombombe und Granaten ein. Die Atombombe würde ich gerne auswählen, aber mein Joypad reagiert zu schnell. Und da hinten der nächste Raum. Ich habe einen Alarmdroiden-Roboter gesehen, den ich aber glaube ich nicht treffen kann, bevor er die Gegner aufweckt. Ne, der bewegt sich auch die ganze Zeit. Und in dem Moment, wo ich anfange zu schießen, wird er die anderen wecken. Naja, ich versuch's mal. Headshot. Ah, er reagiert nicht. Und ich habe den Alarmdroiden zerstört, wunderbar. Das heißt, jetzt kann ich in den Raum reinlaufen, ohne entdeckt zu werden, ohne gehört zu werden. Ich glaube, das ist der Kopf. Nein, das ist nicht. Doch, war's. Hier habe ich einen kleinen Grafikfehler. Ich kann den Gegner trotzdem headshotten. Dann hier auf den Kopf und hier auf den Kopf. Und wir können weiter. Ja, so gut hat der Raum, glaube ich, nicht mal in meinen besten Läufen geklappt. Jetzt hat uns ein Alarmdroide tatsächlich gesehen. Und die Action beginnt. Ich hätte die Granaten ausgewählt lassen sollen. Ich werfe einfach mal Granaten nach diesen Transportern und Aliens. So, Triple Kill und der Alien ist auch noch gleich mitgestorben. Jetzt aber wieder auf die Atombombe wechseln. Ich fange auch wieder an zu rennen. Ich muss jetzt hier einmal über diesen Canyon drüber springen und... Ah, zu spät reagiert. Da war noch ein Alarmroboter, den hätte ich vorher zerstören können. Dann hätten mich diese Gegner und auch die ganzen Jäger einfach nicht angegriffen. Aber ich bin weit genug weg, ich kann gut sidesteppen. Autsch, sagt er und wird getroffen. Naja. Ich höre auch noch einen Jäger. Da ist er. Und kann ich hier irgendwie... Nein, leider nicht. Okay, ich habe hier einen Hammer zum Einsammeln und Mörser. Man hört's, da ist ein Gegner unterwegs. Ja, man kann es leider den Ausgang nicht zu früh öffnen. Hier könnte ich jetzt den Hammer runterwerfen und versuchen, den Gegner zu lähmen. Das Interessante ist, der Gegner fliegt, deswegen funktioniert es nicht. Ich muss mit glühenden Kanonen runter und versuchen, mit Sidesteppen auszuweichen und am Leben zu bleiben. Okay, das war sehr schlecht. Ich habe nur noch 20 Leben. Und diese einzelnen Lebenspunkte, die ich hier finde, bringen mir auch nichts. Weil ich weiß, dass hier hinter der Ecke ein recht fieser Gegner lauert. Ich hoffe, dass ich den mit meiner Atombombe aufhalten und besiegen kann. Denn hier ist nämlich auch der Ausgang. Zum Glück weiß ich das. Nein, ich habe den Gegner nicht zerstören können, aber ich glaube, der Ausgang ist offen. Autsch, er trifft mich. Er zieht 20 mit einem Schuss ab, was bei 10 HP echt kontraproduktiv ist.
Ah, ich habe noch Snipergranaten, das trifft sich gut. Ah, ich konnte ihm in den Rücken schießen. Er ist zerstört. Und der Ausgang wurde nicht geöffnet. Hm. Die Atombombe war hier unten, aber ich sammle jetzt zuerst noch diese einzelnen Lebenspunkte hier ein. Dass ich zumindest nicht mehr blinkende HP habe, sondern noch 22. Wow, was für eine Menge. Oh, keine neue Atombombe. Ich habe keine Ahnung, ob und wo ein Ersatz auftaucht. Aber theoretisch muss ja, weil irgendwie muss ich die Tür hier öffnen können. Selbst wenn ich die Atombombe verhau. Ah, hier zwischen den Transportern. Gut zu wissen. Müsste mal ausprobieren, was passiert, wenn ich die auch verfehle. Ob es ist wie im zweiten Level, dass dann einfach die Tür aufgeht und ein Gegner dahinter rauskommt. Da ich aber nicht noch mehr Zeit riskieren will und hoffe, dass ich noch durch den Level komme, öffne ich jetzt einfach die Tür auf normale Art. So. Es hat einen Grund, warum ich nach unten runterspringe. Denn der ganze Brocken hier ist die Tür. So, und es geht weiter durch den nächsten Tunnel. Ich wähle schon mal vorsichtshalber die Köderpuppe aus. Ich glaube nämlich, die kann ich gut gebrauchen. Oh ja, oh ja. Dieser Raum ist ein einziger Kampfraum. Also viele Alien-Transporter, viele neue Gegner, die immer wieder auftauchen. Es geht wirklich einfach von einem Ende zum anderen, nur Gegner. Also man sieht, das war jetzt schon der zweite Transporter. Ah, hier liegen Granaten, die ich nicht eingesammelt habe. Ich glaube, da vorne kommt noch der dritte Transporter und da oben ist ein Fass. Ah, hinter mir ist ein... Okay, ich höre so einen fliegenden großen Gegner und... Ah, Truppentransporter. Genau, selbst wenn ich alle Transporter zerstöre, dieser Jäger, Bomber, wie auch immer man das nennen möchte, dieses Fluggerät, taucht einfach immer und immer wieder auf, egal wie oft ich ihn zerstöre, egal wie oft ich die Aliens töte, weswegen mir eine Aushaltetaktik eigentlich gar nichts bringt. Ich schau mal, ich habe 3 Homing Sniper Granaten. Ob ich den großen Gegner am Ausgang von weitem treffen kann. Leider habe ich meine Köderpuppe schon verwendet. Ich hätte vielleicht ein bisschen warten sollen. Autsch, ich stehe im Gegner drin. Das gefällt mir nicht. Ich habe 13 Lebenspunkte. Das gefällt mir noch weniger. So, 2 Schuss und ausweichen. Ah, er lebt noch. Wow, der lebt sogar noch recht gut. Der hat nur, der hat immer noch die Hälfte seines Lebens. Oh Gott. Ich versuche mal, ob ich ein drittes Mal von weitem treffen kann. Jawohl. Ich glaube, das war ein Treffer. Jetzt versuche ich nur irgendwie am Leben zu bleiben mit meinem neuen HP. Okay, ich schieße den Bomber gerade ab. Okay, der Fliegende ist weg. Hier ist eine Atombombe und 50 Lebenspunkte. Okay. Ich glaube, ich könnte den Raum tatsächlich schaffen. Ich werfe jetzt einfach die Atombombe und schaue, dass ich entkomme. Das war der falsche Knopf. Ich wollte wegfliegen. Ab durch die Tür, ab durch die Mitte. Und wir haben es geschafft. Puh. Ich glaube, so knapp war der Raum noch nie bei mir. Ich habe dann auch noch nie auf dem Schwierigkeitsgrad gespielt. Ich habe früher immer auf leicht gespielt. Das war jetzt das erste Mal auf mittel. Okay, nächster Raum. Wir haben mehrere von diesen komischen Transportern. Wir haben einen Alarmroboter, den ich leider nicht gesehen oder geahnt hatte. Und damit jetzt auch wieder viele, viele Freunde. Ich glaube aber, das ist eine begrenzte Anzahl. Also wenn ich die getötet habe, dann sind sie einfach weg. Ich hoffe es zumindest. Nächster Alarmroboter. Ah, der blöde Panzer oder was auch immer verfolgt uns. Ah, hier sind noch ein... Ah, das sind noch 2 Alarmroboter. Das war jetzt echt ein bisschen viel. Und, noch mehr Jäger und noch mehr... Nee, es sind neu, es kommen immer neue. Ich glaube, hier ist doch ein Transporter irgendwo. Okay, ich versuche mal, ob ich einfach ein paar Items einsammeln kann. Es ist gerade ungeschickt. Eigentlich ist der Part bald zu Ende.
Wäre schade, ich kann hier nämlich gerade nicht gut abbrechen, weil einfach zu viele Gegner unterwegs sind. Okay, das waren die zwei Gegner. Okay, jetzt ist mir es egal, dass ich eine Gatling-Gun verschieße. Ich weiß, dass weiter oben keine neuen Gegner auftauchen. Ah, hier jetzt auch nicht, aber egal, ich gehe noch weiter hoch. Genau, ich muss diesen, oder einen dieser Transporter, oder, ja, ich sage immer Transporter, einen dieser Bagger-Gabelstapler an die Wand schieben und dann kann ich hier hochhüpfen. Und das ist jetzt besonders cool mit dem Joypad, Gamepad. Ich habe nämlich jetzt eine ganz kleine Brücke, auf der ich landen muss. Mit der Tastatur finde ich es auch nicht besser, sonst würde ich schnell darauf wechseln. Oh, ist noch ein Jäger unterwegs. Reicht's noch? Nein, reicht nicht mehr. Okay, noch ein Versuch. Alle, hopp. Nein, da war ich eigentlich schon so gut wie oben und bin dann doch noch abgerutscht. Na, wo bleibt der Jäger? Ich möchte ihn jetzt abschießen. Ich glaube, der gibt das komische Geräusch von sich, dieses... Ja, kann ich gar nicht nachmachen. Jetzt bin ich von unten an die Brücke dran gesprungen. Ich hasse dieses Jump'n'Run hier. Wo ist er? Da war er. Okay, das Geräusch ist weg. Ich möchte jetzt zumindest noch auf die... auf diese runde Brücke hier außen rum landen. Die ist mein Ziel. Ha! Ich bin auf der kleinen Brücke. So, ein paar Lebenspunkte noch. Und vorsichtig umdrehen, dass ich mich bloß nicht bewege. Und man hört hier ein Geräusch. Der nächste Bagger ist unterwegs. Nein! Nein! Leute, das kann doch nicht sein, oder? Ich stand auf der Plattform, ich habe mich nur gedreht und plötzlich falle ich runter. Ich weiß nicht, was das war. Also ganz ehrlich, ich habe mich nur gedreht und war plötzlich unten. Ihr könnt ja mal nachschauen, was passiert ist. Ich mache keine Zeitlupe rein. Wobei es eigentlich wert wäre, einfach mal eine Zeitlupe zu schauen, wann ich da, wie ich da runtergefallen bin. Und meine Zeit tickt und tickt. Ich möchte bitte das Dorf auch retten. So, und durch die Brücke durchgesprungen. Alter, ich verstehe es einfach nicht. Ich hasse diesen Raum. Ich hasse ihn, ich hasse ihn, ich hasse ihn. Jetzt bin ich oben. Okay, ich hole mir noch hier vorne Lebenspunkte, die versteckt sind. So, 50 Lebenspunkte. Und damit beende ich diesen Part. Speichern. Let's play. Play. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich fände es cool, wenn ihr mich positiv bewerten könntet, wenn ihr euren Freunden erzählt, hey, da spielt jemand ein richtig cooles Spiel und failt übelst dabei, weil schaut euch die Sprünge an, das war einfach Mist. Bleibt dabei, bald beginnen neue Projekte. Ich habe mal meine Gildenkollegen in Guild Wars gefragt, wegen den Videos, die ich bisher aufgenommen habe, ob es was machen würde, die öffentlich zu machen. Bisher kam noch keine Rückmeldung, die sind auch gerade alle unterwegs. Ich hoffe, dass ich es darf, weil da waren echt coole Sachen dabei. Und ja, bleibt dabei, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.